Cool. Das ist ja durchaus ein Spiel hier, kann man nicht anders sagen. Angriff aus der Tiefe. Yugi, Begriff langsam. Welche Wahrheit und Macht im Millenniums-Puzzle lag, obwohl das gerade gar nichts mit nichts zu tun hatte, was wir bis jetzt so in der Story gemacht haben. Während der Duelle erfüllte das Puzzle Yugi mit der Macht und der Seele eines alten Geistes. Obwohl ihm das eine Menge zum Nachdenken gab, musste er zunächst eine kleinere, aber nicht minder wichtige Angelegenheit regeln. Die Duelle machen mich hungrig. Hat einer von euch daran gedacht, etwas zu essen mitzubringen? Tut mir leid, Joey. Was haben wir uns bloß dabei gedacht, nicht zu essen mitzunehmen? Wie sollen wir den Rest des Turniers durchstehen, wenn wir uns nicht stärken können? Was haben sich die Organisierer dieses Turniers gedacht, ein paar Kinder auf einer Insel auszusetzen und denen nichts zu essen zur Verfügung zu stellen? Whatever. Das ist eine gute Frage, Joey. Diese Duelle machen einen wirklich fertig. Und ich habe hier noch nirgendwo einen Imbisswagen oder ein Restaurant gesehen. Schnüffel, Schnüffel, da drüben kocht jemand etwas. Sie folgten dem Duft bis an den Strand, wo in einiger Entfernung ein Lagerfeuer sahen, über dem mehrere Fische gegrillt wurden. Oh Mann, ich liebe gegrillten Fisch. Riecht gut. Und ich wette, es schmeckt sogar noch besser. Wie kommst du darauf, dass du diese Fische essen darfst? Ey, vertrau mir, erst essen wir und dann stellen wir Fragen. Eure Mägen werden es mir danken. Joey rannte zum Lagerfeuer hinunter. Joey würde wirklich jede Ausrede nutzen, um etwas zu essen zu kriegen. Manche Leute haben einfach keinerlei Selbstkontrolle. Magenknurren. Joey, lass mir was übrig. Tristan rannte hinter Joey her. Es dauerte nicht lange, bis Yugi und Thea sich ihnen anschlossen. Joey schnappte sich einen der Fische vom Feuer. Oh Mann, das sieht fantastisch aus. Gerade als die Mitglieder des Teams die ersten Bissen zu sich nahmen, tauchte ein junger Mann mit einem Speer in der Hand aus dem Ozean auf. Genießt es, ihr Fischdiebe, denn es ist eure Henkersmahlzeit. Ich wusste doch, dass es keine gute Idee war. Was glaubt ihr, wer ihr seid, dass ihr mir einfach meine Fische klaut? Ich möchte bitte eine Animation, wie er die Harpune auf uns wirft. Das ist wichtig. Ey, beruhig dich, Mann. Das sind nur ein paar Fische. Ein paar Fische, die dir nicht gehören. Und den Fang eines anderen zu stehlen, beweist, dass ihr keine Ehre habt. Hat er nicht Unrecht? Moment mal. Bist du nicht Mako Tsunami? Der bestplatzierte Ozean-Duellant? Weil es auf der Welt ein extra Ranking für Ozean-Duellanten gibt? Offensichtlich. Und wer bist du? Ich bin Yugi Muto. Es tut mir leid wegen deiner Fische. Nicht wirklich, wir hatten Hunger. Du bist Yugi Muto, der einzige Duellant, der jemals Seto Kaiba besiegt hat? Was für eine schöne Überraschung. Ich muss mich entschuldigen, das war unhöflich von mir. Wenn ihr Freunde von Yugi Muto seid, dann kommt bitte, setzt euch und esst euch satt. Natürlich. Das Team setzte sich ans Feuer und aß gemeinsam mit Marco. Anschließend bedankten sie sich bei Marco und wollten gerade aufbrechen, als Marco seinen Speer vor ihnen auf den Boden warf. Okay, wir kriegen zumindest eine Beschreibung davon, immerhin. Ich habe euch zum Essen eingeladen. Vielleicht erweist ihr mir die Ehre eines Duells. Er ist verrückt! Nein, aber ich bin ein ausgezeichneter Angler. Und ihr habt meinen Köder geschluckt. Aha, echt Köder. Nein, den Fisch natürlich. Ich habe ihn als Köder ausgelegt und ihr drei habt angebissen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich Yugi Muto fange. Drei? Yugi. Joey. Tristan. Thea. Vor kurzem habe ich einen anderen Duellanten gefangen, aber der war kein würdiger Gegner. Ein Duell gegen dich, Yugi, wäre allerdings eine echte Prüfung. Mako Tsunami, ich nehme deine Herausforderung an. Sure. Dimensionsloch. Ah, das ist eine klassische Karte, die kenne ich. Benutze Umi. Ich glaube eher, dass er legendärer Ozean benutzen wird. Oder eine Karte, die ich nicht kenne. The fuck ist das? Angriff auf den Mond. Angriff auf den Mond! Nein! Egal! Das ist eine Karte! Okay. Moment, was ist das? Einmal pro Spielzug, wenn die Kampfposition eines Monsters vom Typ Fels, das du kontrollierst, geändert wird. Du kannst eine Zauberfallenkarte wählen, die dein Gegner kontrolliert, zerstört das Gewicht. Keine Karte. Das ist I approve. Gut. Ja.
Ich bin trotzdem nicht ganz so zufrieden mit unserer Hand, aber ich liebe diese Karte. Will ich die Schwerter in dieser Runde schon benutzen? Die Theorie sagt, ja, ich will die Schwerter auf jeden Fall benutzen. Die Praxis sagt, ich hoffe, dass er Kackenmonster hat und nicht über 2000 Verteidigung kommt. Ein Crazy Fish und eine Inselschildkröte, die kommen in der Tat nicht über 2000, das ist sehr gut. Zerstörer Golem. Ja, dann spielen wir mal einen Zerstörer Golem. Aktivieren wir jetzt die Schwerter. Ist doof, aber hey. Hey Lucifer. Das hatte mich schon auf ein paar spannende Low-End-Duelle gefreut, aber Pustekuchen, du spielst natürlich den komplett overpowerten Biberkrieger, der sogar zweimal. Ja, und Kuribo. Angriff auf den Mond! Ich zerstöre erstmal die Verdeckte da hinten. Hab ich gerade noch mehr Angst vor. Eine Tornadowand! Hui! Okay. Zack, bumm. Wir brauchen mal irgendein Monster, mit dem wir über 1,6 kommen, goddammit. Wir kommen nicht über 1600 Angriffspunkte. Apropos, großer Weißer. Topdecks Ahoi. Na, Wiedergeburt, okay. Aber da gibt es nichts wieder zu gebären, was wir wirklich gebrauchen könnten. Angriff auf den Mond! Hä? Hä? Was tut die KI da? Will mich jetzt nicht zu sehr beschweren, aber was tut die KI da? Nein, sure, I guess. Hilft uns leider nicht, jetzt über 1,7 zu kommen. Die mächtige Griffore im Angriffsmodus. Zerstör den mal. Du zerstörst den mal. Jetzt haben wir immer noch einen Kummerhummer. Mehr großer Reißer. Ein Monster mit mehr als 1700 Angriffspunkte wäre echt geil. Was sind diese Karten? Jesus. Machst du nix, wa? Tsunami am Zug. Nein, ich will Kuribo dafür nicht von der Hand abwerfen, das ist okay. Jetzt bitte mal irgendwas Ordentliches ziehen. Brennendes Land. Ordentliches, habe ich gesagt. Das Land brennt. Ja, gut, dann macht es keinen Sinn mehr, Monster zu spielen, wenn das jetzt die aktuelle Situation auf dem Feld ist. Ja, okay, alles zerstört, cool. Sein Feld baut sich aus und eine Raigeki wäre geil. Was sind diese Karten? Was haben wir eigentlich im Fusionsdeck? Drachenmeister Gaia, okay. Marco im Zug, verdeckt Verteidigung. Cooles Duell. Oh! Horn des Einhorns. Wir haben endlich was, womit wir über die gegnerischen Punkte kommen können. Gott sei Dank.
Okay, dann geflügelter Drache, Festungswächter 1. Mächtigstes Monster in ganz Duel-Monster. Viel Spaß mit diesem Horn des Einhorns. Goodbye, mächtigster Hummer der Welt. 1700 ist eine extreme Wand für uns gewesen. So, kannst du den jetzt bitte in die Verteidigung setzen, den großen Weißen, damit ich Silberfang benutzen kann, um den zu zerstören. Altes Festungswahl. Ach du Schande, jetzt geht's aber los hier. 2350 Festungswahl. Ja, unser Horn des Einhorns kommt zu uns zurück. Das Ding gibt 700, das heißt, wir können den mächtigsten Hummer der Welt wiederbeleben und der wird uns die Welt, der wird uns retten. Mächtigster Hummer der Welt! Kommt zu uns. Mächtigster Hummer der Welt kriegt jetzt ein Horn des Einhorns. Buja. Goodbye, Festungswahl. Das Land brennt weiter. Ah, Topf der Gier, ja, bitte. Irgendwas Sinnvolles, bitte. Ich weiß doch nicht, was dein Effekt ist, Topf der Gier, aber irgendwas Sinnvolles, bitte. Golem-Wachposten, oh. Da habe ich jetzt absolut nicht mit gerechnet. Aber immer gerne. Golem-Wachposten, go. Böser Kraken. Oh, Marco, so langsam wird's eng für dich. Brennendes Land. Marco kann nichts tun, das ist sehr gut für uns. Brennendes Land. Fette Poli für exakt gar nichts. Ja. Golem Wachposten, tu dein Ding. Und schmeißt die gegnerische Karte wieder auf seine Hand zurück. Jawohl. Riesensteinsoldat in den Angriffsmodus. Und dann hätten wir noch einen Crazy Kobold. Jawohl, ja. Crazy Hummer, Angriff. Crazy Kobold, Angriff. Was macht die Karte? Weiß ich nicht, aber wir haben dadurch ganz sinnvolle Extra-Karten gekriegt. Nicht gesichert, wie das passiert ist, aber... Übrigens, kompromisslose Angriffe, kompromisslose Angriffe, kompromisslose Angriffe, kompromisslose Angriffe. Das ist so dumm. Egal, ob wir Effektschaden oder Schaden durch Verteidigung oder Schaden durch Angriff machen, es kommt immer irgendein dummes Pop-Up in der Ecke. Hey, du hast an diesem Achievement gearbeitet. Hey, du hast an diesem Achievement gearbeitet. Was für ein großartiges Duell. Ich ziehe meinen Hut, mein Freund. Welcher Hut? Diesen Sieg habe ich mir hart erkämpft, Marco. Du bist auch ein toller Duellant. Oder so. Schön, dass wir den Dialog dieses Mal kurz gehalten haben. Ist auch völlig unwichtig, was die mit dem quatschen. Neues Kampagnenduell entriegelt. Yu-Gi-Oh! Der Dinosaurier-Duellant. Neues Umgekehrt-Duell entriegelt. Da fehlt ein Buchstabe. Yu-Gi-Oh! Angriff aus der Tiefe. Wir können Marco spielen. Neuer Deck-Avatar entriegelt. Marco Tsunami. Neues Deck-Rezept entriegelt. Marco Tsunami legendärer Ozean. Neuer Modus entriegelt. Herausforderungsmodus. Oh, wir haben einen komplett neuen Modus gekriegt. Neues Herausforderungsdeck entriegelt. Marco Tsunami Ritual von Gishki. Neues Booster-Pack entriegelt. Bakura. Wer ist das? Signaturkartenbelohnung, legendärer Fischer. Neue Kartebelohnung, Festungswahl. Neue Kartebelohnung, Eid des Festungswahl. Siegespunkte 1716.